Hallo und herzlich willkommen bei Grizzle Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es wieder etwas süßer zu auf meinem Channel. Und wir backen so richtig leckere und vor allen Dingen super schnelle Zitronen-Blaubeerküchleins. Also ich muss sagen, ich bin wirklich total verliebt in dieses Rezept. Es geht nämlich super schnell, ist wirklich auch perfekt geeignet, wenn man so mal ganz spontan Lust hat auf Küchleins. Und wenn es schnell gehen muss und man kann das Ganze auch auf Vorrat vorbereiten. Ich zeige euch mal hier die Form. Wir backen das Ganze nämlich heute in dieser süßen Mini-Kuchenform von Pampered Chef. Die besteht aus so einem Carbonstahl und mit so einer Silikonbeschichtung integriert. Und die sorgt dafür, dass wirklich alle Küchlein problemlos sich aus der Form lösen. Und wie einfach das geht, zeige ich euch heute in dem Video. Und was ich vor allen Dingen praktisch finde, ist, dass man hier direkt 8 kleine Mini-Küchleins hat. So pro Erwachsener kann man rechnen für jeden ein Küchlein. So kann man quasi auf die Schnelle ganz schnell was für den Nachmittags, für den Kaffee und Kuchen zaubern. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt so wie wir nur zu zweit im Moment noch ist, dann hat man direkt 2 Stück zum Naschen, kann sich 2 für den nächsten Tag aufheben und kann die anderen einfach einfrieren. Das funktioniert auch super, habe ich auch schon getestet. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die wenigen Zutaten. Dieses Teigrezept könnt ihr quasi als Base für diese Form benutzen. Die reicht nämlich exakt für 8 Küchleins. Und wie ihr das Ganze toppt, wie ihr das Ganze mischt mit Aromen, so könnt ihr natürlich, seid ihr da voll flexibel und frei und könnt euch da kreativ austoben. Ich zeige euch heute quasi die Blueberry-Zitronen-Variante. Die schmeckt wirklich super lecker und passt perfekt in den Frühling. Ihr könnt es natürlich immer zu jeder Jahreszeit einfach mit den Beeren und Obst machen, was gerade Saison hat. Oder auch mit Schoko und Nuss verfeinern. Also ihr seht, ihr könnt da absolut variieren. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten. Für unsere leckeren Küchlein benötigen wir natürlich erst einmal als Base für den Teig Mehl, Zucker, Milch, Vanilleextrakt, 2 Eier, Butter, Natron und Backpulver. Und zum Verfeinern des Ganzen verwende ich jetzt natürlich, damit es auch Zitronen-Blaubeerküchlein sind, den Saft von der Zitrone und 125 Gramm hier von Heidelbeerchen. Bevor wir jetzt mit der einfachen Teigherstellung starten, heizen wir als allererstes schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, die Form schon mal ein bisschen fetten. Entweder benutzt ihr einfaches Öl und pinselt es ein. Ich benutze jetzt einfach von Decotino wie immer meinen Backtrennspray. Das geht, finde ich, in so Formen ganz easy und hat jede Ecke quasi einmal kurz ausgesprüht. Oder man benutzt einfach das selbstgemachte Backtrennmittel. Das funktioniert auch. Als allererstes werden natürlich erstmal alle flüssigen Zutaten verrührt. Und bevor wir jetzt starten, zeige ich euch jetzt mal, mit was wir starten. Denn ich habe euch noch gar nicht hier diesen tollen Teigmischer gezeigt in irgendwelchen Videos, obwohl ich den wirklich super oft benutze, ihn auch immer bei meinen Shows vorstelle. Denn das ist wirklich super easy, simple, für alle Rührteige, also alle flüssigen Teige geeignet. Das bedeutet vor allen Dingen für mein Blinchiki-Rezept, das passt perfekt. Blinchikis, Crepes, Pancakes, also eigentlich quasi alle schönen Teige, die man gut vorbereiten kann. Die kann man nämlich einmal hier direkt abwiegen. Wichtig ist nur, dass man erst alle flüssigen Zutaten hineingibt und dann erst Mehl und die festen Zutaten. Und dann kann man das Ganze einfach in den Behälter mixen, hat dann so eine Silikonlippe, die gibt man dann erst drauf, wenn es wirklich ums Portionieren geht. Und ich liebe den einfach, weil man zum Beispiel für den Blinchiki-Teig, also Pfannkuchenteig, den bereitet man ja zu, dann muss er nochmal ruhen im Kühlschrank für eine halbe Stunde mindestens. Und so mache ich das immer, dass ich das einfach, wenn ich weiß, oh, morgen haben wir Lust auf Pfannkuchen zum Beispiel zum Frühstück oder Pancakes zum Frühstück, dann bereite ich abends den Teig zu, gebe die Silikonlippe noch nicht drauf, gebe das ganz einfach in den Kühlschrank, hole es morgens raus, mixe es nochmal kurz durch, gebe dann die Silikonlippe drauf und dann wird das Ganze voll einfach portioniert. Ihr habt keinen Dreck, das ist echt fantastisch. Ich kann euch aber auch gerne das Gerät, wenn ihr wollt, also hier den Teigmischer und Portionierer, gerne in einem extra Video einfach als Produktvorstellung vorstellen. Mit allem, wie man den zusammenbaut, zeige ich euch einfach.
Und in dem Video seht ihr einfach, wie einfach die Handhabung ist, würde ich sagen. Also als allererstes geben wir hier alle flüssigen Zutaten hinzu, dann das Mehl, wiegen alles direkt rein und mischen das einmal gut durch. Ich stelle den Teigmischer jetzt einfach direkt auf die Küchenwaage und kann dann einfach so direkt die Zutaten drin abwiegen. Und jetzt verteilen wir den Teig einfach nur in die 8 Mulden rein, einfach gleichmäßig. Wenn ihr jetzt den Teigmischer habt und den Teigportionierer benutzt, wählt ihr einfach Stufe 3 und macht den Teig gleichmäßig rein. Und wer es nicht hat, macht es einfach mit dem Löffel oder mit einem Eisportionierer. Das funktioniert auch super, da würde ich den großen nehmen. Oder wer den nicht hat, einfach den mittleren. So hat man wirklich dann auch überall gleichmäßige Törtchen und gleich viel Inhalt drin. Dann verteile ich jetzt on top da drauf noch ein paar Heidelbeerchen. Wie gesagt, ihr könnt immer die Früchte und das Obst nehmen, was gerade Saison hat. Das empfehle ich euch. Und dann kommt das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für 20 bis 25 Minuten in der mittleren Schiene. Und schaut einfach, dass sie durchgebacken sind und macht einfach den Test mit der Stäbchenbrühe. Währenddessen die Törtchen jetzt noch im Backofen sind, könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, wie ihr das Topping gestalten wollt. Entweder lässt man sie einfach in Natur so, da lässt ihr sie jetzt einfach in der Form dann so, ich lasse die immer so ungefähr 5 Minuten kurz drin ruhen und dann nehme ich einfach das Abkühlgitter, drehe das Ganze einmal um und hole die Törtchen, also die Törtchen fallen von selber raus. Man kann die aber auch einfach so von oben so kurz raushebeln, das funktioniert auch problemlos, denn die, wie gesagt, diese Form löst wirklich alles super raus. Wer das Ganze aber noch ein bisschen schöner verzieren will, der kann das Ganze einfach mit einer Puderzuckerglasur machen, so wie bei dem Nusskranz in etwa. Also einfach Puderzucker mit Zitronensaft verrühren, das gibt den leckersten Geschmack. Wer mag, kann das Ganze natürlich noch ein bisschen einfärben und gibt dann einfach Zuckerstreusel drauf und das am besten noch im warmen Zustand.
So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, das Rezept mal auszuprobieren. Es geht wirklich super einfach und ist super lecker. Und macht, wie gesagt, Spaß mit der ganzen Familie. Und das Rezept mit den genauen Angaben findet ihr natürlich wie immer auf meinem Blog. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Genauso auch wie meinen Shop, wenn euch irgendwas interessiert habt. Und wenn ihr da eher so ein Typ seid, der nächste so ein bisschen unsicher ist und Beratung braucht, welches Produkt zu euch passt, schreibt mich gerne persönlich an. Da helfe ich euch natürlich gerne. Und außerdem habe ich noch was zu sagen. Ich meine, es ist unschwer zu erkennen. Unsere Lebenssituation ändert sich in diesem Jahr natürlich gewaltig. Und nicht nur deswegen, sondern auch noch wegen Hausumbau und sowas. Wenn wir auf jeden Fall es nicht mehr schaffen, unser Pensum, so wie es im Moment ist, wöchentlich ein Video hochzuladen, schaffen. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir einfach ab sofort alle 2 Wochen ein Video und laden das hoch und hoffen dann einfach so gut durchs Jahr zu kommen. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch natürlich wie immer noch Rezepte wünschen. Schreibt mir das einfach gerne unten in den Kommentaren oder bei Instagram oder wie auch immer über meinen Shop. Könnt ihr mich genauso natürlich immer kontaktieren. Und ich versuche das natürlich zu verwirklichen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüssi.